Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Football Manager 22. Wir haben das richtig schwierige Spiel in der Copa del Rey gegen den FC Barcelona, das Hinspiel. Sporting de Gijón in der Liga, boah, weiß ich gerade gar nicht, so ist glaube ich mittlerweile eher uninteressant. Aber dann haben wir schon Europa League mit AS Monaco im Sechzehntelfinale. Leider ein schwieriger Gegner, aber wer weiß, was geht, ne? Wir sind schon am Spieltag, es gab was Neues, ich weiß nur nicht mehr was. Ich kann euch sagen, dass unsere Youth League Mannschaft gewonnen hat gegen Inter mit 3-0, sehr schön, und Diomande leider eine Grippe hat momentan. Sonjoda ist gerade wieder ins Teamtraining eingestiegen, das heißt, wir können wenigstens einen Zehner haben, aber es ist so typisch irgendwie alles, ne? Hatten vom letzten Spiel übrigens noch Biok, Diomande und Kabic im Team of the Week, natürlich Gesant war auch noch drinne. Und das war der Monatsbericht der verliehenen Spieler, den ich hier gestern, die ich bei der letzten Folge gestern, nicht gestern, meine Güte, den ich letztens gerne gehabt hätte. Also Pimentel hat bisher 4 Spiele gemacht, das ist schön. Leider waren 3 Kurzeinsätze dabei, aber vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr. Hauptsache, er entwickelt sich ein bisschen besser noch, damit man ihn dann einsetzen könnte. Ansonsten, ja, Paltolo ist etwas besser geworden, wenn auch nicht so viel von der Statistik her. Der Beste ist nach wie vor Asselti, der jetzt gerade bei Brügge sein erstes Tor gemacht hat. 10 Vorlagen hat er bereits. Mal schauen, ob er dann nächstes Jahr bei uns in der Mannschaft spielen wird. Sulek war 12 und 2 in 22, also auch nicht so geil bei Vallecano. Aber naja, Sulek wird wohl dann nächstes Jahr auch nochmal verliehen werden. Aber mal schauen. Wir konzentrieren uns auf Barcelona. Nebenbei spielt Valencia gegen Real Madrid. Wird sehr, sehr schwer werden für uns. Wir haben Barcelona, glaube ich, besiegt. Jupp, mit 3-0 sogar. Das war ein sehr, sehr starkes Spiel von uns. Allerdings, ja, schwierig wird es trotzdem. Wir haben 4-1-2-1 gespielt, werden wir auch jetzt spielen. Hoffen auf das beste Pokal ist immer was anderes. Und gerade nach dem Spiel, gerade wo wir gegen Malaga 4 Gegentore kassiert haben, ist es jetzt natürlich schwierig einzuschätzen, wie die Jungs zurückkommen. Klar, das waren jetzt andere voraus. Oder da ging was anderes voraus, ne, mit der roten Karte von Núñez ganz früh. Plus halt viel rotiert und so weiter. Trotzdem, Barca wird ein hartes Eisen werden für uns. Fitness ist bei Barca nicht ganz so gut, bei Sonjoda natürlich auch nicht so toll. Der Rest ist fit, vielleicht kann uns das ein bisschen helfen. Allerdings, da wir sowohl Hin- und Rückspiel haben, wird's eh irgendwie egalisiert werden. Das ist hoffentlich kein Elfmeter, weil Iglesias eigentlich überhaupt nichts macht gegen Yusuf Demir. Das wäre sehr bitter nach 7,5 Minuten, dass wir sofort ein Gegentor oder halt den Elfmeter kassieren. Und er gibt den Elfmeter wirklich. Ach komm, ey. Demir steht einfach nur da und fliegt dann um. Und Memphis macht ihn natürlich rein. Momentan der beste Torjäger von La Liga mit Santi Mina. Und wir liegen früh zurück und das super, super billig leider. Sehr, sehr ärgerlich. Dummes Ding von Iglesias war es, glaube ich, jetzt im Endeffekt. Oh Mann, ey. Kabic soll ausgewechselt werden. Okay, na, Memphis wieder. Oh, Memphis wieder rein. Nianzou dieses Mal, der den Kopfball drüber bringt. Jungs, kommt schon. Das ist halt auch nur Barca, ne? Die haben wir schon besiegt. Stellt euch nicht so an, Matson leider mit einer 6,2. Den hatte ich reingemacht, weil ich dachte, Biuk ist nicht der Richtige fürs Spiel, aber anscheinend wäre Biuk oder ist Biuk besser als Matson für dieses Spiel. Auch Casas spielt nicht gut, Fernandes spielt nicht gut, Aitnuri, Kabic und auch Sonjoda. Leider viel Falsches heute scheinbar aufgestellt und viel kommt noch nicht ganz zusammen. Immer noch 0 zu 1, ist schon die 75. Minute. Barca macht natürlich absolut gar nichts mehr. Die haben auch nur einen Torschuss. Die sind ja auch scheiße. Und ja, wir haben halt dieses Gegentor kassiert. Trotzdem mit diesem ersten Torschuss. Weil es eben ein Elfmeter war. Und Memphis eben auch ein sicherer Schütze ist. Anders als Biuk, der hier auch daneben schießt. Wenigstens den Ausgleich. Das wäre ganz schön. Haben übrigens momentan die längste Serie von allen in Sachen ungeschlagene Spiele. In der Copa del Rey und Sonjoda hat einfach keinen Bock darauf, dass diese Serie Fortbestand hat. Meine Güte. Mittlerweile sehr offensiv. Wechsel sind, glaube ich, noch nicht vollzogen. Also wir sind auch auf kontrolliert momentan. Utkin schnappt sich den Ball. Was macht er daraus?
Das ist nichts. Flanke auf den langen Pfosten. Björk legt in die Mitte und Son Yoda macht den Ausgleich, immerhin. Ali Akman wird reinkommen. Wird der letzte Wechsel bei uns sein. 4 Minuten gibt's oben drauf. Und Barca schafft's mit diesem Billig-Elfmeter den Ausgleich zu holen. Also alles wird entschieden im Rückspiel, auswärts in Barcelona, im Camp Nou. Puh. Auch bei Valencia gegen Real Madrid gab's einen Unentschieden. Ja, bestimmt gibt's jetzt einen verbesserten Vertrag nach so einem Bullshit. Uncool, dass wir so ein dummes Gegentor, so einen dummen Elfmeter kassiert haben. Auch Vicente hat eine Knieprellung. Ja, und neuer Rekord in der Copa del Rey. Ist seit 24 Spielen ungeschlagen. Ja, und jetzt... immer noch kein Titel, ne? Weil wir halt immer in einem Unentschieden raus sind. Letztes Jahr gegen Atletico, glaube ich. Jupp, 1-1 im Elfmeterschießen dann verloren. Und davor war es gegen SD Eibar, müsste es sein. Auch 1-1 und da auch im Elfmeterschießen. Und aktuell haben wir wieder ein Unentschieden gegen Barcelona. Unsere letzte Niederlage war wirklich hier am 17.01.2026 gegen RCD Mallorca. Eieiei. Beste Voraussetzungen, ne? Das schon wieder nicht zu schaffen irgendwie. Ei. Gabrielsen hat sich schon wieder verletzt, zum Glück nur 1 bis 3 Tage. Aber meine Güte, ist der verletzungsanfällig bei uns, ne? Haben wir gar nicht bei ihm gesehen als negativen Punkt. Aber das ist jetzt schon seine 4. Verletzung, glaube ich, bei uns. Und er ist jetzt gerade mal 8 Monate oder 7 Monate bei uns. So, mal gucken, ne, was wir jetzt gegen Gijón machen. Da werden wir wieder rotieren. Barca und Real Madrid werden übrigens sogar vorlegen. Schauen, was die da so machen. Auslosung Youth League möchte ich auch noch gleich anschauen, wenn wir hier durch sind. Vielleicht können wir auch in der nächsten Runde im Viertelfinale was hinkriegen in der Youth League. Warum dauert es schon so lange? Ich meine, könnte vielleicht auch jetzt... Real Madrid hat verloren. Oh, und das ist umso bitterer, ne? Dieses Malaga-Spiel. Wenn wir jetzt einfach 2 Punkte mehr hätten. Was haben wir denn noch verkackt für ein Spiel? Ach, das ging Sociedad, ja. Hat das Malaga-Spiel natürlich, ja. 2 Punkte mehr und es wäre super, 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 super eng. So ist es nur eng. Heißt für uns auf jeden Fall, gegen Gijón gewinnen jetzt vor Real Madrid. Auch das 2. Spiel in dieser Saison verloren hat. So, U19 spielt anscheinend nicht gegen Bordeaux, das ist das Spiel. Da wollte ich nur kurz mal schauen, ne, was die in der Youth League haben. Das wird Lazio sein. Kann man normalerweise auch schlagen. Jetzt aber erstmal Gijón und hoffen, dass wir da gewinnen können. Auch hier wird wieder natürlich rotiert, ne, wegen Monaco. Diomande dürfte können. 4-3-3 bei Gijón, die auf Platz 18 in La Liga sind. Das Ganze... ja, gucken wir lieber auf die richtige Tabelle. Mit 17 Punkten, punktgleich mit Teneriffa. Na, mal schauen. So, Núñez ist natürlich gesperrt, ne? Und deswegen kommt Piton mit. Diomande kann nicht. Wow. Fällt immer noch mit seiner Grippe aus. So, wie stellen wir ihn denn jetzt auf? Also, Núñez geht hier nochmal nicht. Auf jeden Fall wieder 4-3-3.
Akman vorne, Matson links, rechts nehmen wir Wies. Nee, lass mal Kabic. Mitte möchte ich dann Lopez sehen. Barbara. Franco kommt dann mit für Utgehen. Piton kommt rein für Nuri. Beim Rest müssen wir dann einfach mal schauen, würde ich sagen, wie sich die Fitness jetzt entwickelt für das Monaco-Spiel. Vielleicht sieht es ja auch gut aus nach ein paar Minütchen. Und dann können wir schon ordentlich rotieren, wäre ja auch nice. Ich nehme mal Sebastian Vargas mit. Habe ich irgendwie so das Gefühl heute, dass er als Joker ruhig treffen könnte. Und dann gucken wir mal, was Real Sporting de Gijón so für uns parat hat als Gegner. Schöner Ball von Kabic auf Akman gleich zum Beginn. Die Flanke sieht auch gut aus, aber Matson kriegt ihn leider nicht reingedrückt. Die Partie beginnen wir jedenfalls wieder dominant, haben wieder genug Schüsse, auch Ballbesitz scheint gut zu sein. Gleich der nächste Angriff, der nach vorne führt mit Matson und Barbara. Schöner Ball und Akman und eine richtig gute Parade von Sivera, wenn ich es richtig gesehen habe. Ey, lass mich doch einfach mal. Sivera lese ich hier und Fernandes natürlich drüber. Wunder, dass er nicht an die Latte ging. Antonio Sivera. Eckball, Matson, der zweite und dieses Mal ist er drinne. Arnau Casas, fünftes Saisontor, bringt uns hier in Front nach einer Viertelstunde in dieser Partie. Sehr gut. In der Tabelle wären wir jetzt auf einen Punkt an Barcelona dran und auf 5 Punkte an Real Madrid dran. Haben halt viele Unentschieden, ne? Unter anderem halt auch jetzt gegen Malaga und Sociedad zuletzt. Aber es würde auf jeden Fall eng bleiben. 13 Spieltage haben wir dann noch, aber erstmal müssen wir dieses Spiel jetzt hier auch souverän runterspielen. Wäre nicht das erste Mal, dass wir führen und dann halt und doch noch verlieren. Kein Abseits, denke ich, für Lukas Piton. Fernandes ein bisschen zu zögerlich, sonst hätte er den Ball, glaube ich, auch ruhig nach vorne spielen können. So, nun musste er erstmal die Variante über Soriano nehmen. Bortos Flanke sieht sehr gut aus und Akman. Sehr schön. Macht sein 10. Saisontor. Jetzt also auch endlich mal zweistellig. Immer noch keine gute Quote, logischerweise, weil er den Start halt nicht. Er hat ihn einfach verkackt. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Er hat den Start verkackt. Aber langsam kommt er endlich mal rein. Ich glaube übrigens sogar, dass Vukadinović schon fast als denjenigen sehen können, den wir als erstes austauschen werden im Sommer. Nicht, weil er so schlecht spielt, sondern einfach, weil er die ganze Zeit immer Stunk macht und meint, er müsste so und so viel verdienen. Und, ja, ist eine sehr schöne Position. Matson nimmt sich den Ball und macht ihn rein. Sehr schön. Und wenn man das mal vergleicht mit Bjuk, der, glaube ich, mehr verdient, und Matson, der weniger verdient, dann ist er nicht auf der Höhe. Und wir haben immer noch Ibanez Paltolo auf der Reserve quasi. Ibanez habe ich nicht mitgenommen, oder? Schade. Aber ich könnte mal Franco reinbringen, damit Iglesias ein kleines Päuschen bekommt. Auch starke Saison bisher von Iglesias. Würde da wohl aber auch mal ein bisschen was machen. Weiß nicht, ob das mit Rajic so die beste Variante war dieses Jahr, dass man Rajic als Spieler für alle drei Positionen als Backup nimmt. Vorzugsweise natürlich für die Sechserposition. Kabic kriegt diesen Ball nicht auf den Kopf. Ich glaube, es ist gut, dass wir auch Lopez aktuell so viele Chancen geben. Barbara. Guter Ball. Kabic über das Tor. Ärgert mich ein bisschen, dass ich Ibanez jetzt nicht mitgenommen habe, aber das wäre vielleicht ein bisschen too much gewesen. Was habe ich denn jetzt noch auf der Bank? Ja, nicht wirklich viel, was man mal reinpacken könnte. Vargas werde ich auf jeden Fall gleich noch reinbringen. Boto, Lopez, und das ist ein Elfmeter. Und den würde ich, glaube ich, Akman geben. Hat irgendjemand einen Doppelpack aktuell? Nee. Aber ich glaube, Franco wird ihn schießen, ne? Dann lass mal Franco das Ding machen. Dann geht Akman auch schon raus.
Normalerweise müsste das jetzt Franco machen. Jedenfalls habe ich ihn als besten Elfmeterschützen im Kopf des Vereins. Und da er auf dem Platz steht, jupp, macht er ihn auch. Und dann macht er ihn natürlich auch ein, ne? Vargas mittlerweile drinne für Ali Akman und Franco macht ihn natürlich easy rein. Macht sein zweites Saisontor. Und kann's immer noch. 4-0. Hauptsache dann auch gleich ähnlich gut gegen Monaco. Ich nehme das Tempo mal raus, damit die Fitness noch oben bleibt für gerade Boto, Fernandes und Casas. Den Rest werden wir höchstwahrscheinlich rausrotieren. So, Julian Lopez nochmal auf Mattson. Und das ist ein wunderschöner Treffer. Die Frage ist, abseits auch hoffentlich nicht. Das wäre so ein schöner Treffer. Sehr schön. Ja, bitte. Ein wunderschönes Ding. Julian Lopez mit der Vorlage und Mattson schon wieder mit so einem so schönen Treffer. Mit so einem schönen Treffer, so ist richtig rum. Geiles Ding. Eine meiner absoluten Lieblingstore, ne? Wenn der Ball an die Latte geht und dann auf die Torlinie oder hinter die Torlinie springt und dann rausspringt. Ich lieb das. Davor noch so ein schöner Pass und so ein geiler Schuss. Wunderschönes Tor. Mattson mit einer 9,7. Da hätte er bei den Elfmeter geschossen, ne? Dann hätte er eine 10,0 jetzt. 9,6, naja. Starkes Spiel, Boys. Sau stark. 5-0. Richtig gut. Endlich sind wir auch mal in diesen Spielen halt einfach da, ne? Nicht irgendwie nur zugucken oder einmal ein Türchen machen und gut ist, sondern auch wirklich komplett durchziehen. Den Klassenerhalt haben wir mittlerweile auch geschafft. Dafür hat Akman nämlich 10.000 Euro bekommen. Aber ich glaube, dass wir nicht gegen den Abstieg kämpfen, war von vornherein klar. 58 Punkte mittlerweile nach 25 Spieltagen. Champions League wird auf jeden Fall erreicht werden, das steht jetzt auch schon fest. Nur die Frage ist, geht noch mehr? Wir haben Real Madrid besiegt. Oh, Pimentel hat rot bekommen, der Vollidiot. Und Sulek wurde immerhin Man of the Match. Keine Ahnung, ob er was dazu gesteuert hat, aber er wurde Man of the Match. Oh, Sevilla wird auch gleich echt schwierig. Gerade mal 2 Tage Regeneration nach dem AS Monaco-Spiel. Und dann gleich der Tabellenvierte. Werden wir dann in der nächsten Folge haben. Ich werde schon mal ein bisschen umstellen. Aitnuri, Sonjoda kommen rein. Boto bleibt. Dann kommt Daniel Utkin rein. Vicente. Mattson war gerade schon so gut, aber ich werde mal tauschen. Einfach nur, weil ich das von vornherein auch schon gesagt habe. Nun, jetzt werde ich dann auf die Bank nehmen. Und Lopez auch auf die Bank. Und Diomande sollte dann endlich mal fertig sein mit seiner Grippe. Ich glaube, das wird dann gleich die Aufstellung sein. Gegen Monaco. Atletico 0:0 am La Liga Montag. Und wir haben unser Testspiel gegen die Bordeaux U19 sogar verloren. Ah, Vicente, werde ich mal Injektion geben. Ich brauche ihn jetzt eigentlich für dieses Spiel. Danach kann er dann ausfallen, wenn es unbedingt sein muss. Auch wenn ich es nicht gerne sehe. Und ich hoffe, dass wir auch trotzdem jetzt gegen Monaco ein gutes Spiel abliefern können. Nächste Folge ist dann auch die Entscheidung gegen Monaco. Starten wir erst gegen Sevilla und dann Diomande ist jetzt wieder im Training drin. Und dann halt das Rückspiel gegen Monaco. Keine Ahnung, wie ich die jetzt einschätzen soll, ne? Ganz, ganz schwierig. Weil du würdest halt denken, klar, Monaco, schwieriger Gegner. Allerdings, wenn du gegen Barca und Real Madrid dann doch schon relativ gut bestehst, sollte Monaco kein Problem sein. Aber sie sind halt jetzt wirklich das 5. Jahr in Folge auf Platz 2. Souverän wahrscheinlich auf Platz 2. Ja, würde ich schon sagen.
Und Paris ist halt nochmal was komplett anderes. Sie haben Myron Bourdou, der auch immer richtig krass ist. Und Tchouaméni haben sie auch noch. Das wird ein hartes Stück Arbeit jetzt wieder werden für uns. Wahrscheinlich auch der schwerste Gegner, die. Ja, weiß ich nicht wegen Barca, aber. Hätte da gerne einen der anderen hier gehabt, ne? Eigentlich fast alle anderen, bis auf Atletico, hätte ich gerne genommen. Am liebsten natürlich St. Gallen. Ist aber nun mal halt auch kein Wunschkonzert. So, Fitness, ja, Vicente wissen wir ja. Auf geht's. Hinspiel des 16. Finals gegen AS Monaco. Präsentiert euch bitte gut, Jungs. Wir haben immer noch die Chance auf drei Titel, aber jetzt haben wir die erste richtig große Hürde. Die nächste große Hürde wird dann Barcelona sein, im Rückspiel der Copa del Rey. Wir starten mit einem Einwurf. Okay. Nochmal zurück zu Boto, auch wenn da sehr viel Gegner dabei war, Vicente. Lässt sich faulen und der Schiedsrichter schaut sich das an. Und es könnte, das eben gab es einen Elfmeter für Barca und dann gibt es auch einen Elfmeter für uns. Und Bjuk schnappt sich den Elfmeter. Den letzten hat er verschossen gegen Malaga. Das wäre das 5-4 gewesen. Hier muss es das 1-0 sein und er verschießt wieder. Und das war der letzte Elfmeter, den er jemals schießt für uns. Danke. Cristobal Vicente mit dem Kopfballtor dürfte kein Abseits sein und ich glaube, die Vorlage kommt von Bjuk. Mögliches Upset wird überprüft. Aber ich denke, das ja, wird gegeben werden. Okay, Bjuk, für die Vorlage darfst du noch einschießen. Aber der muss dann auch drin sein, ja? Hätte er die Vorlage jetzt nicht gegeben, dann never. Führung also für uns. Sehr gut. Oh, St. Gallen hat den Ausgleich. Ja gut, PSV ist aber nicht so krass. Und jetzt bitte gleich weitermachen. Bloß denen nicht irgendwie die Hoffnung geben, dass hier was geht. Denn da geht nichts für Monaco. Ihr habt noch mehr drauf, Jungs? Bin ich der festen Überzeugung von. Spiel geht gerade relativ ruhig. Über die Bühne aber jetzt mal Boto. Sehr eigenartig geklärt. Und jetzt wird es gefährlich. Aïnouri lässt Guedes ein bisschen laufen. Flanke kommt sehr gefährlich und Boadu macht sogar den Ausgleich. Starke Flanke von Guedes, nachdem Aïnouri ihn nicht unter Kontrolle bekommt. Dann ist Boto derjenige, der hinten das Abseits aufhebt. Und Boadu ist eine absolute Maschine einfach. Muss man leider so anerkennen. Und Monaco macht, wie immer im FM, mit dem ersten Torschuss das erste Tor. Sonjola wenig gesehen von ihm nach seiner Verletzung. Muss er erstmal wieder reinkommen, leider. Bjuk aus der Drehung über das Tor. Wodurch Kabic wird reinkommen für Vicente. Einen Wechsel haben wir da noch. Eben kam ja Ackmann. Interessante Freischussposition, aber wahrscheinlich zu weit weg für einen direkten Versuch. Boto probiert es trotzdem. Aber Ersin macht es stark. Fischt ihn da oben aus dem Eck raus. Okay, starker Ball, den er da bekommt. Aber dann ist es so schlecht gespielt, dass wir sogar den Gegenkonter von Golovin jetzt bekommen. Damsgaard. Auch Monaco erst einmal hinten rum. Dadurch ist die Szene jetzt erstmal vorbei. Mattsson kommt rein für Sonjora. Letzter Wechsel bei uns. Eine Szene haben wir noch. Monaco weiterhin nur einen einzigen Torschuss. Der war drin. Unser Tor war nur nach dem verschossenen Elfmeter dieser starke Ball und Ali Akman.
macht oder nutzt diesen Fehler von Ramos aus. 2-1. Konnte gar nicht so schnell schalten jetzt gerade, wie das passiert ist. Porto auf Matson und er ist wieder involviert. Ramos ist vor dem Torhüter am Ball, was er nicht machen darf. Will ihn mit der Hacke zu Thierry Randall spielen. Und dann ist das so schlecht gespielt, dass Akman dazwischen stechen kann und sein Joker-Tor macht. Denn das kann er momentan. Porto, guter Ball, Akman! Oh, trifft leider nur den Pfosten. Fünf Minuten Nachspielzeit, eine davon ist bereits um. Wir drehen nochmal ein bisschen auf, aber wir dürfen hinten auch nicht zu viel zulassen, ne? Monaco weiterhin nur ein Torschuss. Soll bitte auch dabei bleiben. Porto, Kabic, schöner Ball auf Akman, Akman, oh, schade. Hätte sich jetzt in die Startelf für das nächste Spiel schießen können. Macht es leider nicht, dennoch gibt es für uns einen Sieg. Gegen ein super schwaches AS Monaco. Aber auch leider muss man bei uns wieder kritisieren. 3,96 XG. Wir haben wieder fast glatte 4 XG und nur 2 Tore gemacht. Monaco braucht einen einzigen Torschuss, macht das Tor. Wir brauchen 11 für 2. Oder 25, davon 11 aufs Tor und dann 2 Tore. Das ist alles in allem einfach zu wenig, wenn du Titel gewinnen möchtest. Für so Spiele, die mal zu gewinnen, mal, wohlgemerkt. Das reicht. Das reicht dann wirklich. Aber das ist nicht unser Anspruch. Cristobal Vicente würde jetzt ausfallen gegen Sevilla. Ich werde ihm mal Injektion geben bis nach dem Monaco-Spiel. Das kann halt nicht unser Anspruch sein, nur halt mal so ein Spiel zu gewinnen. Wir müssen wirklich klug sein und sowas eiskalt ausnutzen. Das ist zu knapp einfach. Weil du hast ja wirklich die Möglichkeiten, ne? Es sind ja auch nicht mal so Lapidar-Chancen, sondern es sind halt wirklich richtig gute Chancen, die du einfach momentan eben nicht nutzt. Und das musst du unbedingt machen, damit du souverän weiterkommst. Weil lass Monaco einen Angriff noch haben und Bordeaux ist halt stark, ist auf einmal durch und der macht den dann halt rein. Dann verlierst du hier, kriegst im nächsten Spiel nichts hin im Rückspiel und schon bist du raus. Das gleiche mit Barcelona, wir haben nur noch unentschieden. Das ist zu wenig. Deswegen wird es richtig, richtig gefährlich werden im Rückspiel gegen Monaco als auch gegen Barcelona, dass wir da bloß irgendwie alles richtig und klug machen. Oh. Wird wie immer eine große Herausforderung werden, aber noch machen wir unsere Sachen ansatzweise richtig. Ne? Wir machen hier und da mal einen Fehler, klar, gegen Barca, der Elfmeter, dann gegen Malaga, die rote Karte. So ist hier das Ausgleich kassiert. Ja, schwierig. Nächste Folge wissen wir wieder ein bisschen mehr. Das Ganze am Freitag. Ich bin gespannt. Da haben wir Monaco und ich denke mal, ich nehme auch das Barca-Spiel dann mit, damit es sehr interessant wird. Und dann drücken wir die Däumchen, ne, dass die Jungs es schaffen gegen Monaco und Barcelona. Aktuell sind sie ja so zwischen solide und gut drauf. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie sehr gut drauf sind. Wer ist denn bei Porto interessiert? Chelsea, ui. Bei Nuri, Atletico. Na Juti, nächste Folge geht's weiter, das Ganze am Freitag. Bis dahin. Tschö.